unter unseren Füßen und als Teil unseres Gemüses und Getreides windet sich unbeobachtet ein unterirdisches Wurzelnetzwerk, das bis jetzt wenig Beachtung als Herstellungsmaterial findet. Die Wurzeln als Material wachsen in besonderen Formen, Farben und Mustern. Ihre gewachsene Struktur erzeugt ein ästhetisches Gewebe, das ich in Verbindung mit Kleidern erprobt habe. Man kann großflächige Kleider ohne notwendige Naht direkt ernten. Mein Name ist Freya Probst, ich bin Designerin und das Projekt entstand als Teil meines Bachelors an der Bauhaus-Universität in Weimar in der Fakultät für Gestaltung. Das Projekt wurde unter anderem durch lebende, wachsende Brücken in Indien inspiriert, sowie Designer, die bereits zuvor mit verschiedenen Baumarten gearbeitet haben, um daraus Stühle wachsen zu lassen. Und es ist vorstellbar in der Zukunft, dass wir eine naturnähere Lebensumgebung schaffen durch wachsende Materialien und auch mehr Wertschätzung und Bewusstsein für die Natur in Herstellungsprozessen.